Grüezi. Der Joninger da. Man sieht, das ist momentan mein Mikrofon. Kriegt meine Schwester. Und zwar, wir haben heute. Ich komme gerade vom Mediamarkt. Sorry, ich bin im Park gerade. Ist gerade so schön. Sennheiser CX True Wireless. Ich stehe eigentlich eher auf die Option, weil ich verliere es nicht. Meine Schwester wollte es haben, weil ich da ja eh immer wieder gequält wurde. Sie hat letztens für mich was getan etc. Deshalb gebe ich es ihr. Ich hätte keinen Anspruch gehabt, aber es gibt ja nur mehr die. So ziemlich. Und auf was anderes habe ich keinen Bock. So, jetzt muss ich das kurz aufreißen tun können. Natürlich kriege ich das hin. Oder etwa vielleicht auch nicht. Das ist nicht. Na okay. Boah, Alter, das ist ein Witz, ne? Wie soll man das eigentlich richtig machen? Das haben sie mir natürlich nicht aufgemacht, ne? Die Spinner. Fuck. Jawohl. Das muss man jetzt einmal schaffen. Ist nicht so einfach, wie man glaubt. So. Schlüssel. Dann nochmal schön. Kleine Präsentation gleich. Ui. Dann gleich mit einem Bügel drinnen, Sennheiser. Ja. Leider mit Menschen, die ich nicht habe. Also sogar signiert. Na ja. Oh. Nur die Präsentation war ist das süß. Die Scheiße. Dann nochmal. Ah, USB-C. Das ist ganz stark, dass wir USB-C haben. Diese süße Dinge. Ja, das wär's einmal. Was haben wir denn noch? USB-C-Kabel. Hoffentlich. Das muss mir interessieren. Und ihr Tipps wahrscheinlich. Ja, das typische, war ein bisschen länger sogar USB-C-Kabel. Sennheiser gebrandet. Why not? Kann ich gleich stecken lassen. Und die typische Scheiße zum Harzen. Ne? Small. Also kein Papier verpackt. Das ist Papier da. Small, SX und Large. Ah, Small. Small, X. Was ist da der Unterschied? Das ist ja nur Mini. Ja, wahrscheinlich auch wieder die nutzen von den JBL, die super waren. Ja, danke ich schon mal. Super. Geil auf jeden Fall mal. Der Klang kann ich noch drunter schreiben. Wie er ist, vielleicht mache ich da noch ein Testvideo. Es ist natürlich schwer, das Ganze zu vermitteln. Wie gut der Sound sein wird, das ist immer eine Ansichtssache. Ja. Ich weiß auch mal, wie für mich ein Unboxing. Ich probiere den ganzen Dreck jetzt einmal aus und dann sehen wir uns das nächste Mal.